Ey, in Deutschland ist Vermummungsverbot. Ja, hi, Niners, und willkommen am 1. Juli. Es ist sowas rund um 7:30. Ich bin zwar schon um 6:45 aufgestanden, aber kaum, dass ich im Badezimmer war, habe ich gehört, na, auch die zweite Schnuffelmaus wird wach. Gehen wir lieber mit rüber, wenn die auch was zu futtern haben will, dann braucht die Anna eine Hand mehr. Ja, dann gab es einen kurzen Zwischenfall mit der Flasche. Charlotte weggezogen, hat auf einmal gesagt, zipp, ups. Und da kam die Flasche so, wie sie rein ist, auch wieder raus. Ja, dann mussten wir erstmal unser Bett abziehen und die Schnuffelmäuse ausziehen und ein bisschen sauber machen. Ja, und jetzt sind sie im Wohnzimmer und versuchen nochmal einen Augenblick die Augen zuzumachen. Ich habe mal geguckt, ob ich gießen muss jetzt, aber es ist von gestern Abend noch alles feucht. Insofern werde ich jetzt vorne zum Wintergarten gehen. Ey, und da den Plan in die Tat umsetzen. Wie gesagt, ist eigentlich aus einem dummen Spruch entstanden, die Idee. Aber wir haben halt den Vorteil, da drin sind wir Sonne, Schatten und Wind unabhängig. Da werde ich jetzt erstmal Wasser reinlassen, damit, wenn die Sonne anfängt, auf den Wintergarten zu scheinen, es erstmal warm wird. Ja, und da zeigt sich wieder, dass der Boden von unserem Wintergarten nicht eben ist. Hier hinten steht schon richtig viel Wasser. Und da ist quasi die Kante noch zu sehen. Naja, wenn das blaue Kissen eben unter Wasser ist, dann stelle ich aus. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Also, das mit Wasser rein und dass es warm wird, wird funktionieren. Ob die Schnuffelmäuse das auch annehmen. Ich denke mal schon. Ich glaube, ich sollte heute Nachmittag mal früher Schluss machen. Dann kann ich das Zwiebelbeet abräumen, den Knoblauch. Ich kann das so weit fertig machen, dass ich da nochmal nachsehen kann, so was man so braucht für Rabi und so eine Sachen. Ja, das werde ich mal versuchen. Ja, im Wohnzimmer weiterschlafen ist keine Option. Dazu sind sie jetzt einfach zu aufgedreht. Ja, die Nacht selber ist super gelaufen. Durchgeschlafen haben sie im Prinzip bis heute Morgen. Nachdem natürlich gestern Victoria wieder zweieinhalb Stunden zum Einschlafen gebraucht hat, wieder mit Hand festhalten und sich hin und her werfen. Naja, dann hat die Anna mal schnell gegoogelt. Und wie sollte es sein? Vermutlich ist Victoria gerade wieder in einem Wachstumsschub. Allerdings stand da, wenn der durch ist, könnte sie vielleicht die ersten Worte sprechen. Deswegen sind wir gespannt. Niedlich. Ja, die drei dösen ja immer noch eine Runde nach der ersten Flasche, aber jetzt hatten wir gedacht, naja, jetzt mit dem Umziehen und so, jetzt werden sie bestimmt alle zu aufgedreht sein. Und siehe da, nach dem Anzählen scheinen sie nochmal alle eingedöst zu sein. Na, dann lass ich sie mal schlafen und gehe wieder runter mit einem neuen Kaffee. Na, das ganze Stück Mairübchen im Mund, das wird doch nix. Mit 2 Zehen, ja, hol sie lieber wieder raus, genau. Da musst du was abraspeln, so wie deine Schwester, die raspelt da was ab. Nach dem Frühstück ist mir irgendwie ein bisschen flau. Ich glaube, ich gehe mal hoch. Oh, wird nicht besser, auch das Wasser trinken hat es nicht viel besser gemacht. Ich glaube, ich hau mich mal um den Sofa. Zur Flauheit ist jetzt noch Schüttelfrost gekommen. Wird draußen 30 Grad und ich habe hier eine Decke am Start. Ja, aber das ist nicht ein Schüttelfrost so mit kaltem Schweiß, sondern es ist irgendwie, ich habe eiskalte Hände, Unterarme, eiskalte Füße und Unterschenkel. Der Rest ist eigentlich richtig warm. Das ist, als wenn die Energie sich irgendwie in der Mitte von meinem Körper irgendwie zusammengezogen hat, um da zu wirken. Leichte Kopfschmerzen. Aber wie gesagt, irgendwie kein Schweißausbruch, es ist einfach nur kalt. Ich glaube, ich brauche noch eine zweite Decke. Ich habe schon überlegt, was mit der Ibuprofen, die ich heute Morgen genommen habe, zusammenhängt. Die 400er hat nicht mal Kopfschmerzen und Rückenschmerzen bekämpft. Irgendwie, die wirken nicht mehr. Oder bei mir nicht, oder was auch immer. Keine Ahnung, ob es daran lag. Die Anna hat schon geunkt, ob Sushi gestern Abend war. Aber da ging es mir noch gut. Das hat erst heute Morgen angefangen. Die Schnuffelmäuse haben es voll gut. Die können jetzt planschen. Jetzt sehe ich den Schatz. Die haben mich jetzt ausgenockt. Heute ist nicht mehr mit Arbeiten. Hey, wer flüchtet denn da mit seinem Badeponcho? Charlotte. Charlotte, geh wieder.
ins Wohnzimmer. Komm mal. Da ist ja vorne immer drauf. Ist noch ein bisschen groß, der Poncho, ne? Mhm. Aber guck mal, der hat sogar eine Kapuze. Mhm. Siehst du aus wie ein kleiner Wichtelmann. Kann ja gar nichts sehen. Hey, in Deutschland ist Vermummungsverbot. Du bist ja wie ein kleiner Java. Sammelst du auch alte Roboter? Hm? Sammelst du auch alte Roboter ein? Freunde, Senatoren, Römer. Ich bin nicht gekommen, um Cäsar zu preisen, sondern zu beerdigen. Ja.